Hallihallo liebe Piloten und willkommen zu einem neuen Part von Let's Play Hawks. Heute spielen wir die Operation Wild Horse in Cape Canaveral, Florida, USA. Der Verlauf des Krieges wendet sich langsam zu unserem Vorteil aus. Übersee ist Verstärkung eingetroffen, aber bevor der Gegenangriff ausgeführt werden kann, müssen wir die Satelliten ersetzen, die Artemis zerstörte, um den Slams wieder zu aktivieren. Ja. Jetzt die Statistik, in der Mission gibt es 17% Jagdflieger, 20% Bomber, 43% Bodentruppen, 20% Marineeinheiten, keine Luftverteidigung, keine Helikopter. So, dann wollen wir mal loslegen. Eine Zwischensequenz, arm out, mal wieder. Willkommen zurück, Captain. Ihre harte Arbeit über den Appalachen zahlt sich bereits aus. Die Ghost-Teams berichten, dass der Knotenpunkt voll einsatzbereit ist und wir die Radarzentren wieder unter unserer Kontrolle haben. Jetzt müssen wir nur noch die neuen Satelliten in den Orbit bringen, um das Lasernetzwerk wiederherzustellen. Wir haben einen Notfall-Shuttle-Start in Cape Canaveral vorbereitet, um die Laserplattformen zu ersetzen. Aber Artemis wird sicher alles versuchen, um uns aufzuhalten. Wir brauchen Sie und Ihren Schwarm auf Abruf der Anlage, damit der Feind den Start nicht stören kann. Artemis wird alles aufbieten, was sie haben, um den Shuttle-Start zu verhindern. Erwarten sie feindliche Jäger und Bomber und möglicherweise sogar Bodentruppen. Wir haben nur einen Versuch, Captain. Es ist unerlässlich, dass dieser Start läuft wie geplant. Beschützen Sie die Startanlagen um jeden Preis. Viel Glück, Rancher. Alles klar. Ja. Und es hat gerade ein bisschen geruckelt. Meiner Erfahrung nach zufolge muss ich deswegen die Aufnahme kurz beenden und wieder starten, damit das nicht so asynchron ist, wie es sonst dann auch immer so abrupter Neustart, sag ich jetzt mal, der Aufnahme. Und es leckt direkt wieder. Woran liegt das? Vielleicht habe ich noch ein Programm offen. Nein, habe ich nicht. Ich habe nicht mal mehr Internet Explorer offen. Schrägstrich Firefox, Schrägstrich Google Chrome, mir egal. So, wir spielen auf normal und es will nicht aufhören. Warum nicht? Hallo? Nochmal Neustart. Ich hoffe, das funktioniert jetzt mal irgendwann. Nö, will nicht. Nicht so, wie ich will. So, endlich. Hast du dich mal gefangen? Sie haben Angriffsfreigabe. Die Transporter setzen Panzer ab. Empfehle, Sie konzentrieren sich auf die Transportflieger und schießen sie ab, bevor Sie Ihre Ladung absetzen können. Okay. Zwei Fliegen mit einer Klappe. Verstanden, Citadel. Hawks greift an. Er hat gesagt, zuerst im Frachter, dann meinst du zuerst im Frachter. Ich empfange Panzertransporter mit Jäger-Eskorte, die sich der Abschussrampe nähern. Greifen Sie die Transporter an und erledigen Sie sie, bevor die Ladung abgesetzt wird. Bestätigt, wir kümmern uns um die Transporter. Die Anzahl der Angreifer ist kritisch. Wir werden bald überrannt. Die Feindtransporter setzen Panzer ab. Schalten Sie diese aus, bevor Sie das Shuttle erreichen können. Scheiße, Brücke. Menu. Feindflieger abgeschossen. Roger Shane, greif an. Feindliche Panzer und Hovercraft nähern sich der Abschussrampe. Sie haben Angriffsfreigabe. Leute. Du machst doch keinen Spaß. Ziel wurde erfasst. Ach, komm. Fox 3. Ziele zerstört. Das ist echt kein Spaß, das Spiel zu spielen, aber wie es aussieht, muss es sein. Ziel zerstört, das ist Geschichte, Boss. Sieh dir das an. Alles hinter dir. Das gibt's doch nicht. Nö, ich will die nicht. So, da wären wir wieder. Nach einer sehr langen Pause für mich und einem kurzen Schnitt für euch. Ich musste die Mission jetzt nochmal neu starten, weil
das alles irgendwie nicht ging mit dem Ruckel, das ging alles überhaupt nicht und es geht jetzt immer noch nicht, aber ist mir jetzt egal, ey. Ich will die Mission nur so schnell wie möglich jetzt hinter mich bringen, das ist ja dämlich hier. Ja, mir doch egal. Dumme Mission. Dann schieß doch ab. Ja, ist gut jetzt. Ja, ja. So, jetzt kommen da ein paar Schwärme. Angriff. Schweren Transportern samt Jägereskorte aus. Sie haben Angriffsfreigabe. Die Transporter setzen Panzer ab. Empfehle, Sie konzentrieren sich auf die Transportflieger und schießen sie ab. So, meine Kumpels gehen da hin zu diesem Schwarm da. Dann wieder fertig, hoffe ich mal. Ich mache diesen Frachter hier kaputt und den da hinten, also der jetzt hinter mir noch kommt. Seht ihr ja vielleicht. Ich empfange Panzer. Ich nicht folgendermaßen. Hey, yo. Na, so, Angriff. Ja, super. Die ersten haben schon ihre Panzer abgeworfen. Ist nicht so toll. Der Bandit kann nicht mal. Also das Geruckel bei dieser Mission ist krass. Ja, ich greife da mal an. Nein. Wollte noch ausweichen. Komm, dich kriege ich auch. Vor du in dem Kreis bist. Nein, never. Nicht mit mir. Der Feind hat gerade die Rampe getroffen. Gar nicht. Lügner. Also bei mir ist die Rampe noch komplett, also die der Raketenstatus noch komplett gut. Also ich weiß nicht, was da ist. Den Primärtank voll und gehen mit dem Bordcomputer die Pre-Flight-Checkliste durch, Sir. Schön. Wir können den Countdown in wenigen Minuten beginnen. Stirbpanzer. Also ich mag die Mission eigentlich gar nicht so sehr. Fox bereit. Wegen dem Frachtern und so. Konzentrieren Sie sich. Um jeden Preis den Feind vom Shuttle fernhalten. Na komm, egal, die Panzer dann. Ich will eigentlich andere Panzer, genau die da will ich erwischen. Die auch gefährlich nachkommen. Kann ich auch einen Veggie Strike machen, das ist kein Problem. Fox 2, saubere Trennung. Führung mit Raketenabschuss. Abbruch bestätigt. Stirb, Frachter. So. Kabum. Ein paar sind weniger. Guter Schuss, Schwarmführer. Und euch mache ich so mit G-Strike-Raketen. Ja, ja, da er mal einen Schuss braucht. Soll ich mal mit einer Radar-Rakete? Ach. Die kann aber auch richtig schlecht arbeiten hier, meine Freunde. Kein Problem, Boss, ich hab ihn. Ja, du hast hier gar nichts. Guck, der wirft schon wieder neuer ab. Schlecht. Erledigt sie! Was hätte ich jetzt mit der Radarrakete? Das müsste ein leichtes sein. Guter Abbruch, Schwarmführer. Einfach draufhalten, einfach draufhalten. Irgendwie bei dieser Mission wird es jetzt rückklagieren. Mir egal. Kampfflugzeuge. Oh, oh. Genau so weitermachen. Lassen Sie den Gegner nicht an die Rampe heran.
Ja, wir müssen jetzt nur eine Zeit lang durchhalten. Da steht zwar noch keine Zeit, aber ich weiß, dass wir das eine Zeit lang durchhalten müssen. Komm, bleib im Radius, Frachter. Ein Flugzeug abgeschossen. Kabum. Ach bumm, sehr schön. Kein Problem, Boss. Ich erledige ihn. Dann erledige ich die anderen. Nein, kein Sturzflug, kein Sturzflug, kein Sturzflug, kein Sturzflug. Wow, das war sehr knapp. Das war jetzt krass knapp. Also, Halleluja. Ich glaube, die Jäger, die werden jetzt kein Problem für die Rampe sein. Also die Hinnister. Ansonsten haben wir ein Problem. Halten Sie noch einen Moment auf, Hawksführer. Mission Control, wie ist Ihr Status? Fast fertig. Der Bordcomputer schließt die Stadt. Also wie ich das sehe, muss ich nur die da kaputt machen, diejenigen, die... Also diese Bomber da. Fick dich doch. Kein Bock auf Banditen. Banditen sind doof. Wollen diejenigen, die mich gleich erfassen. Genau die. Komm, leck mich. Leck mich sonst so. Zwei Stück sogar. Geht weg von mir. Lasst ab. Ach, wir sind zu weit weg. Geh weg. Geht weg von mir. Ich habe keine Lust auf euch. Schwarmführer, noch ein Bandit am Boden. Ziel erfasst. Greife jetzt an. Ach, es ruckelt so krass. Ich kann's nicht ändern. Tut mir leid, oder? Ja, komm. Triff mich. Triff mich. Mir egal. So. Hauptsache, ich krieg die Bombe jetzt kaputt. Mit dem Radargelenken wird es auch leichter sein. Und jetzt hier. Geht mal auf die Verfolger von mir. Ich hasse es. Geh weg. Zehn Sekunden, ja, ja. Was sagen sie jetzt? Na komm, wo bist du? Bam. Geht kaputt. Sie zerstört. Sehr schön. Ja, ja. Hier. Drei. Oh, 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 oh. Was ist los? Tada. Wusste ich doch. Genau das müssen wir jetzt ausschalten. Der Flieger muss sofort erledigt werden. Wir müssen das Shuttle in die Luft bekommen. Wir sind dran, Sir. Standby. Wir haben nur 5 Minuten, bevor wir das Startfenster verlieren. Gut, gut, mein Hand ist zwar gestört, aber scheinbar kann ich die Banditen erfassen. Dasselbe bei mir. Und der Begrenzer funktioniert anscheinend auch. Könnte schlimmer sein. Verstanden, holen wir uns ein paar Abschüsse. Jungs, werde von Feindradar erfasst. Verstanden, Kämpfer. Habe nicht Kontakt zur Feindeskorte. Legen wir los. Sehr schön, zerstört. Verfehlt. Oh. Verstanden, Chef. Greif den da an, der hat mich im Visier. Das Ziel ist noch aktiv, Schwarmführer. Rakete von... Na, komm schon. Oh, zerstört. Ach, Mann. Geh weg. Du hast mich nicht im Visier. Abschuss, wiederhole. Bestätigter Abschuss. 4 Minuten, bis das Startfenster abläuft. Ziele wurden erfasst. Erledigt sie. Mach kaputt. Verstanden. Und der letzte ist dort. Das machen wir noch fertig.
Ich glaube, das ist der Flieger, den wir zerstören müssen. Also mit den Radargelenkraketen kann ich jetzt nicht arbeiten wegen diesem Störfeld. Leider. Ist mir das jetzt nicht möglich, aber egal. So, das haben jetzt meine Kumpels erledigt, das ist kein Problem. Können sie auch gleich machen. Und Sturzflug! Mission Control, meine Männer berichten, dass die Störung beseitigt wurde. Wie ist Ihr Status? Wir starten unsere Data-Links neu, standby. Dann mal los. Wir haben alle Zeit der Welt. Sehr lustig, Sir. Wir müssen das System machen, dann starten wir den Countdown erneut. Wetten wir, dessen werden wir wieder angegriffen. Oder? 10, 9, geht doch. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hier. Maschinenstart. Da ist der Maschinenstart. Wow. Shuttle ist unterwegs. Yeah. Aha. Wir haben es geschafft. Wow. Wir sind gut. Außerordentlich, Hawks. Einen Moment dachte ich, wir würden es nicht schaffen. Aber so geht ja nicht. Achtung, hier ist Citadel. Empfange Cruise Missiles in großer Entfernung. Nein! Die Sektoren ändern sich. Die Sektoren wird sie am Shuttle zielen. Schwarm Hawks, Sie müssen diese Raketen schleunigst erledigen. Eine einzige könnte das Shuttle vernichten. Der gesamte Kriegsverlauf hängt an diesem Start, Crenshaw. Geben Sie alles. Keine Sorge, Sir. An uns kommt. Dann machen wir die mal fertig. Messen mit der Radargelenken. Hawks 3. Rakete gegen Rakete. Und da kommt noch eine. Wusste ich doch. Gleich haben wir es geschafft. Wir haben ja noch Radargelenkt Raketen. 22 Stück. Waffenstart bestätigt. Alle Cruise Missiles zerstört. Wiederholen. Sind ja auch nur zwei gewesen. Das war was für die Rekordbücher. Allerdings, Crenshaw, das war verdammt nochmal erstaunlich, wenn ich das sagen darf. Das Shuttle ist jetzt sicher. In ein paar Stunden haben wir neue Satelliten im Orbit und können den SRAMs Raketenschutzschild reaktivieren. Gute Arbeit, Hawks. Kommen Sie zurück zur Basis und erwarten Sie weitere Befehle. General Keating hat soeben gesagt, dass es eine neue Entwicklung bei der Suche nach den Atomwaffen gibt. Neue Entwicklung? Was soll das denn bedeuten? Das bedeutet, dass alles viel schlimmer geworden ist. Das ist nochmal ein gutes Ende jetzt, so. Tada! Mission erfolgreich. Operation Whitehorse abgeschlossen. Super, jetzt wieder ein paar unserer besten Momente. Mal wieder. Und weiter geht's. Mal gucken, ob wir jetzt ein Level up aufgestiegen sind. Nicht ab, sondern auf. Ich bezweifle es irgendwie. Nein, wir sind immer noch Level 17. Aber egal. Was soll's? So. Und mit der Operation Whitehorse haben wir die A10A freigeschaltet. Wunderbar. So. Und es ruckelt krass wieder. Mal wieder. Irgendwie will's heute nicht so sehr. Naja. Gut, die nächste Mission, Javelin, starte ich auch erst ein andermal. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ciao, euer Marky.